Ja, für mich ist wichtig, dass ich als erstes einfach die Garderobe saugen tue, wie ich jetzt gemacht habe, dass ich noch mit dem nächsten Step weitergehen kann. Ja. Der nächste Step ist, ein Schweißtüchchen verteilen. Und ja, da lege ich jetzt gerade mal los. Als nächstes kommen noch die Stülpen dran und dann ganz am Schluss hänge ich überall noch die Matschleibchen auf. So, das wäre es mit dem Einrichten von der Garderobe. Ich bin ready, die Jungs dürfen kommen. Also die Garderobe ist, wir haben es gehört, die ist bereit, aber Kevin Läubli, seine Arbeit ist noch längstens nicht erledigt. Kevin, wir sind jetzt hier mittlerweile auf der Spielerbank. Was gibt es hier noch zu tun für dich? Ja, jetzt ist in erster Linie Bidos anstellen. Fange bei den Stürmern an, arbeite nachher hinten, die hinten kommen nachher die Verteidiger. Nachher die Tüchlein noch, das Wasser für den Coach, meine Eisen parat legen, wo ich dann hoffentlich nicht zu viel brauche während dem Match. Dass ich zu viel Mäuse wechseln, sondern dass die Jungs mit dem gleichen Schleif durchspielen können. Ja, das sind dann so ein bisschen die Arbeiten, die ich jetzt hier noch habe, bevor es dann nachher losgeht. Also ich schlage vor, du leihst mal los. Ich stelle dir zwischendurch mal eine Frage. Kevin, du bist erst seit der letzten Saison, also der Aufstiegssaison, bei Kloten. Du warst vorher bei Frauenfeld gewesen, der ersten Liga. Hat sich jetzt dein Job als Materialwart verändert in der höchsten Liga? Ja, es ist sicher intensiver geworden. Im Gegensatz zur letzten Saison, also jetzt mit den Doppelrunden Back-to-Back, hat man ein bisschen weniger Erholungszeit. Aber sonst von der Arbeit her ist es eigentlich genau gleich, wie es auch letzte Saison war. Ja, gibt immer etwas zu tun. Du stellst die Flaschen nach Nummern an. Das heisst, du musst genau wissen, wer wo hockt. Wie lange braucht man als Materialwart, um das zu wissen? Ja, also, ja, es geht recht schnell, auch wie der Spieler den Stock gebunden hat. Irgendwann hat man das einfach gerade im Nu, im Kopf. Jetzt hier habe ich einfach ein bisschen einen Ablauf, ungefähr. Ist nicht immer genau richtig. Die Jungs kommen raus, nehmen die Flaschen, stellen sie dort an, wo sie am gern hocken. Ja, das ist so. Ich schaue da nicht so spezifisch extrem drauf. Ja. Ah, dann lassen wir den Kevin noch ein bisschen weiterarbeiten. Wobei, wenn ich dir Kevin sage, ist das ein bisschen komisch, weil dir sagen eigentlich alle nur Lobo. Genau. Wie kommt es zu diesem Spitznamen? Ja, ist vom Vater übernommen. Er hat den Spitznamen schon sehr lange. Und ich habe selber Hockey gespielt. Er war mal mein Trainer gewesen, und dann hat es immer Lobo Junior geheißen. Und dann irgendwann hat man den Spitznamen dann übernommen und so weitergeführt. Ja. Genau, ja. Ich sehe, das ist ein ganz ausgeklügeltes System, das du hast. Einigermaßen, nicht immer. Ist in allen Flaschen das Gleiche drin? Ich sehe noch verschiedene Farben, Kleberli. Ja, also wir haben hier blau ist Wasser, grün ist voll süß und rot ist halb-halb. Genau. Also wer ist der Süßeste im Team? Ja, ist schwierig. Ich glaube, der Steiner, der Trinkt und der Rheinbacher, das sind schon die zwei, die eigentlich immer süß finde, ja. Sie sind auch noch jung, oder? Die dürfen ja, noch. Nicht alle. Nicht alle. Genau. Hast du, Spieler haben Ritual. Du hast vorhin gesagt, du warst auch mal Spieler gewesen. Hast du auch als Materialwart ein Ritual, das immer gleich machst, das immer einhaltest? Ja, mit dem Marschall habe ich ein Ritual, das wir da mal beim Einlaufen, beim Warm-up an der Bande machen. Ja, teilweise. Ja, schon eigentlich immer ein bisschen den gleichen Ablauf, den ich gerne habe. Ja, dass ich dort schon nicht gross etwas ändere. Und Söckli. Söckli? Dann dürfen wir schnell schauen, was heute ist. Selber gelesen wir die Söckli, ja, von der Mama? Nein, von der Mutter von der Freundin. Von der Mutter. Genau. Also da sehen wir, da hat der Kevin Lobo Läubli noch ein bisschen zu tun, bis die Flaschen alle sortiert sind. Wir können vielleicht schnell schauen, die Tüchli, die liegen hier ebenfalls auch schon bereit. All die Tüchli, die er dann nachher hier auf der Spielerbank noch verteilen wird. Jetzt quasi
auf dem Retourweg. Danke vielmals, haben wir dürfen einen Einblick nehmen. Wir lassen ihn noch weiterarbeiten, dass das nachher alles perfekt aussieht.